Wir sind hier im Horst-Janssen-Museum in der Ausstellung Ilna Evers Wunderwald – Expedition Jugendstil. Die deutsche Künstlerin Ilna Evers Wunderwald hat ganz zauberhafte, detaillierte Zeichnungen angefertigt, von denen nun einige in diesem Film vorgestellt werden. Passend zur Jahreszeit werden es drei Blumenbilder sein. Auf diesem Bild ist eine sehr realistisch gezeichnete Akelei mit zwei Blüten zu sehen. In zarten rosa-lila Tönen. Der Hintergrund ist sehr aufwendig gestaltet. Feine, gelb-orange kolorierte Linien, die zusammen ein bewegtes Muster ergeben. Das Bild lässt sich in zwei Ebenen teilen: den gemusterten Hintergrund und die zarte Blume im Vordergrund. Auch bei diesem Bild sind im Vordergrund fein gezeichnete Blüten: Mohn und Gerbera. Der Hintergrund setzt sich aus vielen kleinen, goldenen und silbernen Dreiecken zusammen, die von dünnen Linien durchzogen sind. Dunkle, gleichmäßige Punkte bilden hier den Hintergrund und einen starken Kontrast zu dem hell leuchtenden Gewächs, welches mit zarten Strichen in den Vordergrund gezeichnet wurde. Was diese drei Bilder, die nun einen kleinen Teil der wunderbaren Ausstellung bilden, gemeinsam haben? Einen gemusterten Hintergrund, der mit seinen Formen und Farben einen spannenden Kontrast zu den Blumen bildet. Diese wirken, durch die feine und detailgenaue Zeichnung, sehr echt und lebendig. Im nächsten Teil möchte ich dir verschiedene Möglichkeiten zeigen, ähnliche Hintergründe zu gestalten und schöne Blumen im Vordergrund wachsen zu lassen. Für eine spannende Technik, mit der du einen gleichmäßig gepunkteten Hintergrund gestalten kannst, wie bei dem Bild Raufrost, brauchst du diese Materialien: Noppenfolie, eine glatte Unterlage, Farbe, eine Walze und festes Papier. Auf die Glasplatte kommt ein Klecks Farbe, den du mit der Walze gut verteilst. Ich habe mir schwarze Farbe und graues Papier ausgesucht. Jetzt wird mit der Walze die Noppenfolie gleichmäßig eingefärbt. Dann legst du das Papier auf die Folie und reibst mit der Handfläche vorsichtig darüber. Ziehe die Folie an einer Ecke ab. So sieht der Punktedruck aus. Du kannst natürlich auch eine andere Farbe und buntes Papier verwenden, zum Beispiel so. Einen besonderen Hintergrund hat auch dieses Bild. Wie du einen solchen Hintergrund gestalten kannst, zeige ich dir jetzt. Du brauchst ein weißes Blatt Papier, einen Bleistift und Buntstifte. Zuerst zeichnest du ein grobes Muster aus wenigen Strichen. Dann füllst du Linie für Linie das Papier und lässt das Muster entstehen. Die Abstände zwischen den Linien kannst du enger oder weiter machen. Beides sieht spannend aus. Nun kommt noch Farbe dazu. Überlege dir, wie dein Hintergrund wirken soll. Bunt und auffällig oder lieber zarte Farben. Du kannst den Stift kräftig aufdrücken oder sanft. Du brauchst nicht jeden Zwischenraum einzeln auszumalen. Legst du die Farbe flächig an, hat das auch eine tolle Wirkung. Eine weitere Möglichkeit, einen spannenden Hintergrund zu gestalten, ist die Collage-Technik. Hierfür brauchst du wieder ein Blatt Papier, Kleber und verschiedene bunte Papiere, zum Beispiel Geschenkpapier, Seiten aus einer Zeitschrift oder gemustertes Bastelpapier. Das Papier kannst du nun in Stücke reißen, in lange Streifen oder unterschiedliche Formen verschiedener Größe. Setze die Papiere auf den Untergrund zusammen, bis du zufrieden bist. Dann kannst du sie aufkleben. Auf deinem fertigen Hintergrund dürfen jetzt Blumen erblühen. Auf der Internetseite vom Horst-Janssen-Museum findest du verschiedene Blüten aus den Bildern der Künstlerin zum Runterladen und Ausdrucken. Diese kannst du bunt ausmalen und aufkleben.
Natürlich kannst du auch eigene Blumen zeichnen. Es gibt unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ich wünsche dir viel Freude beim Gestalten deines Bildes. Und vielleicht hast du ja Lust, dir die Originalbilder von Ilna Evers Wunderwald im Horst-Janssen-Museum anzuschauen.